Abend hier aus den Bitbastler Studios. Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch an den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten zu Hause. Ich darf Sie ganz herzlich hier zu unserer neuesten Folge begrüßen. Heute haben wir wieder ganz besondere Themen aus den Bereichen Elektronik und Computertechnik. Genauer gesagt etwas ganz Besonderes, um mal zu zeigen, was so alles möglich ist. Denn, naja, wir haben hier ein großes Studio mit einem riesen Team, aber heutzutage ist es ja schon fast möglich, alleine Videos zu produzieren. Da gibt es inzwischen ja sogar tragbare Kameras. Nehmen wir zum Beispiel diese wunderschöne Handycam, die fast in eine Hosentasche passt. Und damit kann man rundziehen und unterwegs Videos machen. Was aber teilweise ja noch zu Problemen führt, das ist das Thema, wie können wir denn eventuell auch Titel reinmachen? Titel, das sind so Texte, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden und einen Text darstellen, beispielsweise Namen oder Ähnliches. Muss man ein bisschen aufpassen, durch die Technik hinter den Röhrenmonitoren ist das eventuell nicht so scharf, aber ab einer gewissen Größe ist das Lesen da auch kein Problem. Und an dieser Stelle hat ein Hersteller aus dem Ausland ein Produkt auf den Markt gebracht, welches da Abhilfe verspricht. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. War etwas schwer zu bekommen. Wir haben alle Fachhändler in Deutschland abtelefoniert. Wir haben sogar Faxgeräte benutzt, um bei Händlern nachzufragen. Niemand konnte uns dieses Gerät liefern. Aber glücklicherweise konnte uns jemand das weiterschicken. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Der Karton ist etwas unscheinbar. Hier steht etwas von DVD. Habe ich noch nie gehört. Ist aber wie gesagt weitergesendet worden. Von daher ist da natürlich etwas anderes drin. Und wir schauen heute einfach mal, was wir bekommen haben. Und da kommt auch schon dieser typische Geruch, den man auch von Videokameras und anderen Sachen, wie zum Beispiel Videorekordern, neuartigen, kennt. Und dieser Duft gehört zu diesem Gerät hier. Dieses Gerät, das ist ein Videoeditor für zu Hause. Keine kompletten Räume mehr mit irgendwelchen Konsolen. Nein, das hier können Sie bei sich zu Hause auf dem Wohnzimmertisch aufbauen und können damit Videos editieren. Und so sieht das Ganze aus. Der Hersteller ist Sony und die Modellnummer ist die RM-Emil 300. Das Ganze hier ist glücklicherweise ein PAL-Gerät, funktioniert also an unseren Fernsehgeräten hier. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal genauer an. Aber nicht mehr mit diesen affigen Verkleidungen, denn das wird unter der Perücke doch irgendwie warm gerade. Und ich hatte auch nur irgendwie lange Arme. Bäh. Also schauen wir uns das Ding mal an. Und hier steht schon Video Editing Controller bzw. Titler RME300. Das Ganze, ja, Sony oder auch hier It's a Sony. Und ja, ich habe es günstig bekommen. Ist leider nicht das, was ich eigentlich haben wollte, denn die Bilder, die ich gefunden habe, als ich nach dem Typ gesucht habe, die sahen anders aus. Die waren nämlich dummerweise von dem Modell 1 größer. Und naja, komme ich gleich drauf, wieso das meh ist, warum ich das hier wahrscheinlich nicht ganz so brauchen kann. Aber schauen wir erstmal, was wir hier Schönes haben. Wir sehen hier vorne schon ein großes Display, monochrom wahrscheinlich, LCD. Alles relativ zerkratzt, war halt günstig und gebraucht. Wir haben jede Menge Tasten hier. Hauptsächlich Play, Pause und die ganzen Steuertasten. Dann haben wir hier zwei Controller, womit wir hier so ja, mit einer Feder entsprechend vor- und zurückspulen können. Das Ganze einmal für den Player hier und für den Recorder hier. Dann haben wir hier diese wunderschöne Klappe und darunter verbirgt sich tatsächlich eine komplette Tastatur. Wir haben hier ja, eine ganz normale QWERTY-Tastatur. Okay. Außerdem hier können wir irgendwie zwischen Image 2, Image 4 und ein paar Tasten, whatever. Irgendwie sowas. Was haben wir ansonsten? Wir haben links und unten nichts. Auf der rechten Seite haben wir einen Ein-Ausschalter. Und auf der Rückseite, da haben wir den ganzen Kram hier. Gehen wir mal durch. Wir haben hier den Command Mode, Memory oder Sony. Und wenn man auf Sony stellt, VTR 1, VTR 2 oder VTR 3. Das waren, glaube ich, irgendwelche Modi, um Videorekorder zu programmieren oder fernzusteuern. Dann haben wir den Pausenmodus ABC. Wir haben zwei kleine, das müssten sogar 2,5er Buchsen sein. Ctrl L und Ctrl S. Dann haben wir den Input und Output, jeweils mit Composite Video und Audio. Das heißt also die üblichen Cinch Buchsen oder alternativ S Video. Dasselbe beim Player genau gespiegelt. Shuttle AB, ein Ctrl L nochmal und
ein Stromstecker hier, DC 6 Volt und Center Negative. Wer baut sowas? Okay, Sony. Hier unten haben wir dann nochmal eine Typennummer, die Info, dass es PAL ist, Seriennummer und das Ganze in Japan hergestellt. Ansonsten, man soll sich bitte die Anleitung durchlesen. Ja, klar. Und hier unten haben wir noch ein Fächelchen und da können zwei Batterien rein vom Typ CR2025. Die werden wahrscheinlich benötigt, um entsprechend, ja, einerseits schätze ich, hier wird eine Uhr drin sein, könnte ich mir vorstellen, dass die da bewahrt werden soll. Und das zweite, was auch sein könnte, wir haben hier bestimmt Speicherplätze drin für irgendwelche Titel als Preset oder so. Wenn das als RAM ausgeführt ist, RAM hält halt nur so lange Strom da ist, so eine Backup-Batterie könnte auch dafür dann benutzt werden. Okay, gerade noch, warum das hier für mich nur so meh ist. Nun, wofür wollte ich das Gerät benutzen? Ich wollte mir ein Video-Editing-Desk basteln. Also etwas, womit ich meine Videos schneiden kann. Hauptsächlich ja, Dinge vorspulen, zurückspulen und so. Und der hier hat zwar vor und zurück, aber das größere Modell, das hat hier oben drauf nochmal ein Rad, was man drehen kann, um dann wirklich framegenau vor und zurück zu gehen. Und das wollte ich eigentlich auch noch haben. Muss ich mal gucken, ob ich mir eventuell den größeren noch hole. Die sind auch irgendwie 20 Euro oder so im Moment. Ist, glaube ich, erträglich. Und der hier im Zweifelsfall kommt da weg. Aber bevor hier irgendwas mit dem ist, würde ich sagen, ich suche mir mal ein bisschen Strom. Gucke, ob ich was habe, womit ich hier den Output und Input irgendwie mir basteln kann. Ich gehe mal davon aus, irgendein Capture werde ich noch haben, was Composite kann. Und dann schauen wir einfach mal, ob der noch irgendwie lebt. Mal gucken, die Kamera, die ich eben gezeigt habe, die ist halt etwas kaputt. Da werde ich mit Sicherheit nichts mehr mitmachen können. Aber die, mit der ihr mich eben gesehen habt, das ist auch eine Sony. Die ist zwar, glaube ich, ein bisschen neuer. Die ist, glaube ich, 2001 oder so. Die hat aber, glaube ich, einen Steuereingang. Vielleicht kriegen wir auch die hier dran und können dann sogar Titel hier machen. Gut, ich suche mal erstmal ein Center Negative Strom und dann gucken wir einfach mal, ob das Ding hier noch lebt. Wie gesagt, ich habe es gebraucht gekauft. Ich wusste, dass es hier komplett zerkratzt ist. Aber ja, mit etwas Glück funktioniert es ja trotzdem noch. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das Ding ans Laufen kriegen. Und ich habe hier schon mal so eine Buchse. Die ist normalerweise zum Löten, aber das reicht auch hier, um ein paar Messspitzen dran zu halten. Machen wir die mal hinten rein. Eingeschaltet sollte er sein, denke ich. Und dann schauen wir mal, das Ganze braucht ja 6 Volt. Ich habe hier mein kleines Mobilnetzteil, das steht auf 6 Volt und wir haben jetzt hier 350 mA an Current Limit. Jetzt nicht vergessen, dass das Center negativ ist, also anders als gewohnt. Ich halte dran und wow, die Spannung bricht ein, wir sind im Current Limit. Aber sie bricht nur auf 3,3 Volt ein, das ist kein Kurzschluss. Na gut, geben wir mal ein bisschen mehr. Er hat noch kein Display. Gehen wir mal auf 600. Okay. Ah ja. Okay. Wir haben etwas auf dem Display. Unten hat es gerade geblinkt. Das sieht richtig aus. Gucken wir mal. Können wir irgendwas drücken? Ja, hier. Das sieht gut aus. Er reagiert auf Tastendrücke. Jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Kommst du auch mit 5 Volt noch klar? Probieren wir das mal. Das sieht nach Nein aus. Schade. Wie sieht es mit 5,2 aus? Ja, haha. 5,2 Volt reichen aus, um das Ding in Betrieb zu nehmen. Das ist gut, weil das heißt, ich kann mal einfach hier an diesen Stecker einen USB dran machen und den von der Powerbank versorgen. Die haben meistens so 5,2 Volt am Ausgang. Und mit etwas Glück bootet er dann. Und wir können das hier dann ja, sogar batteriebetrieben benutzen. Und ich muss nicht die ganze Zeit hier irgendwie meine Netzteile festhalten oder ähnliches. Also, ich gehe mal gerade ein USB-Kabel suchen. Dann schauen wir mal weiter. Okay, und das sieht jetzt schon mal soweit ganz gut aus. Wir haben jetzt per USB und, auch wenn es schwer zu erkennen ist, da ist ein Bild. Der Winkel, in dem man was erkennen kann, ist sehr überschaubar. Ich habe natürlich nichts an Anleitung oder irgendwas dazu. Das heißt, ich vertraue einfach mal darauf, dass das schon irgendwie was ausgibt. Das heißt, ich klemme dann jetzt mal hier hinten was an.
Wir hatten ja eben schon gesehen, wir haben sowohl RCA Cinch als auch S-Video. Wenn man die Auswahl hat, S-Video hat eine bessere Qualität. Das heißt, ich nehme hier auch mal ein S-Video-Kabel, stecke das einfach mal hier rein und dann gucken wir, was da passiert. Hier den anderen brauchen wir trotzdem noch für Audio. Den soll ich mal so einstecken. Ich stecke mal Video mit dazu. Im Zweifelsfall kann ich eine Software einfach umschalten. Und dann schauen wir einfach mal, ob da etwas rauskommt und ob wir jetzt ein Bild haben. So, wir haben ein bisschen Rauschen. Kein Wunder, das Ding ist im Moment aus. Also schalten wir es mal an, gucken, ob sich was am Bild tut. Und nicht viel. Ah doch, jetzt ist. Das sieht weiß und grau aus. Ja, okay, also Bild haben wir auf jeden Fall schon mal am Ausgang. Auf der Anzeige haben wir jetzt PGM-Page. Was ist das noch? Wir haben ein Batteriesymbol. Das wird wahrscheinlich sein, weil ich keine Speicherbatterien drin habe. Die Info, dass wir super sind, ein paar Striche und ein M. Ja, super. Das hilft mir jetzt nicht wirklich viel. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier ein Menü oder sowas auf dem Bildschirm erscheint. Aber anscheinend nein. Tja, viel kommt da nicht. Dann gehen wir mal anders vor und gehen einfach mal hin, schließen jetzt noch eine Kamera an, dass wir auch ein Eingangssignal haben. Vielleicht braucht er das ja, bevor er was anzeigt. Also nehmen wir mal hier diese Sony Handycam Vision CCD TRV208E PAL mit Nightshot. Und was hat er noch? 15 Stunden Battery Life. Im Übrigen die Batterie super. Hier ist der Original-Akku noch von damals drin. Und er hält immer noch. Also ich habe eben irgendwie so 90 Minuten damit gearbeitet. Und ist immer noch voll. Hier vorne hat er ein paar Anschlüsse. Wir haben einmal einen AV-Out. Da muss ich jetzt gucken. Und zwar ist, glaube ich, nur auf dem linken Kanal Audio. Der rechte ist ein Videosignal, Composite. Aber das Ding hat S-Video, also nutzen wir auch S-Video. Wie eben schon gesagt, bessere Bildqualität. S-Video hat zwei Kanäle, um das Bild zu übertragen. Ist zwar auch analog, aber zwei Kanäle, während Composite alles in einem Kanal unterbringt. Und den stecken wir entsprechend hier mal in Input rein. Schalten wir mal ein. Gucken, ob sich was tut. Okay, das Bild kommt auf jeden Fall an. Und das sieht doch schon mal gut aus. Also wir haben zumindest mal ein Bild-Pass-Through. Wenn ich hier mit meiner Hand vorne hingehe, dann kommt das auch auf dem Bildschirm an. Also das sieht soweit okay aus. Aber ich habe immer noch nicht raus, was ich hier machen soll. Wow! Okay, da war was. Was ich aber gerade merke, mein Input-Capture hat ziemlich viel Leck. Weil ich da noch eine TV-Karte dazwischen habe. Ich sollte mir, glaube ich, noch irgendwas holen, womit ich schneller sehen kann, was los ist. Aber wir haben auf jeden Fall Bilder gehabt gerade. Color. Nee, das hat so keinen Zweck. Ich suche mal gerade noch einen Bildschirm, der Composite hat, weil ich gehe mal davon aus, S-Video und Composite wird der hier gleichzeitig können. Dann kann ich sehen und gleichzeitig eine Aufnahme machen. Und nope, zu früh gefreut. Ich habe jetzt mit Composite hier noch einen Fernseher angeschlossen. Kommt kein Bild, es sei denn, ja, wenn ich S-Video ziehe, dann ist das Bild da. Also anscheinend, wenn wir S-Video einstecken, schaltet er den Ausgabemodus um. Ist kein Dual-Ausgabe. Das heißt, ja, ich muss mal gerade ein bisschen improvisieren hier. Mäh. Okay, bisschen improvisiert. Hier hinten sind jetzt irgendwie T-Stücke dran und ich mache das Ganze doch per Composite. Anders habe ich es leider nicht hinbekommen, dass ich hier Echtzeit-Video sehe und gleichzeitig capturen kann. Jedenfalls aktuell nicht. Also probieren wir uns nochmal. Titel, Color, nein, Scroll. Also eben hatten wir auf jeden Fall irgendwelche Einblendungen. So viel kann ich schon mal sagen. Da, C-Position. Ah, hallo. Gibt es hier ein Ausrufezeichen? Das ist aber ein umgedrehtes Ausrufezeichen. Wo ist denn hier der Unterschied zum I? Okay, ja, da ist ein Unterschied zum I. Zurück. 7 ist ein Ausrufezeichen. Machen wir mal einfach Leerzeichen hin. So, Color. Ah, die Color ist aber sehr schwarz-weiß. Irgendwie kommt hier kein Farbsignal durch. Okay, wir können Hallo sagen. Soweit sind wir schon mal. Ich glaube, ich muss doch mal gucken, ob es irgendwo eine Anleitung online gibt. Ich habe die Befürchtung, dass nein, jedenfalls danach zu urteilen, dass da gefühlt 20 Millionen Anleitungen auf eBay rumfliegen, die gutes Geld dafür haben wollen. Aber prinzipiell scheint es schon mal zu funktionieren.
Ja, und was Support angeht, auf der Sony-Webseite kennt man das Gerät, aber keine Downloads, keine Handbücher und nur so allgemeine Sachen wie, wo finde ich zertifizierte Teile und Zubehör, was halt für alle Produkte gilt. Aber wenn man mal ganz tief auf der Sony-Seite gräbt, dann findet man da so einen Dokumentenserver bei denen und Überraschung, RM300 Operating Instructions mit irgendeiner Copy, was auch immer das sein soll. Aber offizielle Webseite, offizielle Doku, Copyright 1989. Das Ding hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und ja, ich kann mich dann jetzt mal hier durcharbeiten. Und Bonus als Videorekorder kann man jede VCR mit einer Infrarotfernbedienung nutzen. Eventuell habt ihr eben oben am Bildschirm so kleine Fensterchen gesehen. Da sind anscheinend Infrarot-Sendedioden dahinter, sodass man auch Fremdhersteller da ansteuern kann. Und wir sollen bitte ein Sony-Produkt mit Control-L oder Remote benutzen. Das könnte ich gleich mal gucken, ob meine Kamera das hat. Hier haben wir wieder die bösen Sony-Sachen mit Center-Negativ. Und was den Command-Modus angeht, na, hier können wir auswählen zwischen VHS, 8 mm oder Betamax, vermute ich. Okay. Und nope, schlechte Nachrichten. Mein Camcorder hier kann leider kein Remote. Und nochmal schlechte Nachrichten. Ich habe keine Ahnung wieso, aber das mit der Color hier funktioniert offensichtlich nicht wirklich. Ups, falsche Taste. Wenn ich umschalte, ich sehe zwar, dass er hier definitiv versucht, die Farbe zu ändern, aber es kommt keine Farbe und auch das Bild hier von der Kamera ist ohne Farbe. Also irgendwas stimmt da nicht. Eventuell, dass es Probleme gibt wegen dem S-Video, weil wir mit S-Video einspeisen, das wäre natürlich noch eine Idee. Ja, jetzt haben wir auch hier überall Farbe. Es liegt also daran, dass wir die Kamera mit S-Video angeschlossen haben. Dann müssen wir offensichtlich auch den Monitor mit S-Video anschließen. Aber jetzt sehen wir hier, wir können jetzt hier schön die Farbe wählen. Wundergut. Eine Sache kann ich noch zeigen, und zwar gibt es hier auch noch einen Image-Modus. Dazu holen wir uns mal ein Bild. Normalerweise hat man die auf weiße Karten gemalt. Heute machen wir das natürlich anders. Heute haben wir einfach einen Laptop und das sollte schwarz-weiß sein. Sehr schönes Schwarz, sehr helles Weiß. Ich denke mal, ein hintergrundbeleuchteter Laptop zählt als weiß. Und was wir jetzt machen, ist Page Nummer 2 im Zwei-Bild-Modus. Das ist hohe Auflösung. Image hat er gemacht. Jetzt müssen wir ein Bild aufnehmen. Ich versuche das mal hier irgendwie auf den Bildschirm zu kriegen. So. Stillhalten, wo ist der Memory-Button? Da. Memory. Und tada! Nur haben wir dieses wunderschöne Bild hier vor der Nase. Ups, jetzt habe ich es überschrieben. So. Ah, jetzt kann ich auch die Farbe ändern. Dann können wir hier uns ein schönes Logo machen mit diesem nicht wirklich gelb. Wir können es sogar reversen, sodass wir hier alles in Farbe haben. Und im Hintergrund seht ihr jetzt die Kamera durchscheinen. Das klappt also auch. Das Interessante dabei ist, das ist eine Funktion, die kenne ich schon. Und zwar von der Kamera hier. Die hatte nämlich auch hier oben dieses Superimpose. Und das war exakt dieselbe Sache. Hier gibt es einen Memory-Button und einen Color-Button. Und das entspricht genau dem Memory-Button und dem Color-Button hier. Das Einzige, was der hier nicht kann, ist, wenn ich richtig sehe, ein Reverse. Das konnte die Kamera ja nicht. Aber ja, dieses gute alte Schätzchen hier von keine Ahnung wann, steht glaube ich nicht wirklich drauf, konnte auch schon dieselbe Funktion wie der Editing Desk hier. Ja, viel mehr können wir jetzt leider nicht machen, da wie gesagt keine Kontrolle. Ich meine, man kann ein paar Sachen sehen, wenn ich hier vorwärts mache, dann geht er hier auf Pause, dann Play und dann Fast Forward. Und das könnte er auch durchführen, denn hier oben haben wir ja wie gesagt die IR Blaster. Und das könnten wir auch tatsächlich nutzen, denn hier unten ist ein IR-Empfänger, hier oben sind IR-Sender. Das heißt, man geht mit der Originalfernbedienung hin, programmiert das hier unten über diesen Empfänger, der hier unten in der Ecke sitzt, ein. Hauptsächlich halt Pause, Stopp, Fast Forward, Reverse, Rec und diese ganzen Tasten. Stellt dann auf der Rückseite über den Schalter noch ein, wie der Modus ist. Zum Beispiel, wenn er auf Pause jetzt ist. Jetzt sind wir ja Pause. Wie würde er jetzt wieder auf Play gehen, indem er Play drückt, indem er nochmal Pause drückt oder im Falle von Record, indem er auf Record nochmal drückt und was er da machen soll, das kann man über die Schalter einstellen.
Wenn man das gemacht hat, kann man hier das benutzen und er würde die entsprechenden IR-Signale analog zu der Originalfernbedienung raussenden. Aber das alles nicht für uns, denn ja, wir haben leider keinen kompatiblen Camcorder. Das heißt, wir ziehen den hier mal fleißig aus, schalten das Bild ab und kümmern uns mal um die wichtigeren Sachen, nämlich was steckt denn hier überhaupt drin. Also wollen wir mal gucken auf die Rückseite und da sind jede Menge Schraublöcher. Ich denke, das ist ein ganz guter Indikator, wo wir eventuell hin sollten. Und hier ist auch noch praktisch, wie ihr seht, die Schrauben sind neben den Füßen. Das heißt also, da kommt man sich auch nicht so schnell in die Quere. Bei den neuen ist es ja so, dass man erst immer die Gummifüße wegmachen muss, bevor man da irgendwas machen kann. Und meistens kriegt man sie dann später auch nicht mehr drauf. Hier ist Öffnen anscheinend tatsächlich noch vorgesehen gewesen. Aber dafür hat man halt auf der Unterseite, wo ja jeder bestimmt hinguckt, hässliche Schraublöcher. Wo kommen wir denn da hin? Haben wir auf der Rückseite noch irgendetwas? Ja, haben wir. Auch da sind noch Schrauben. Ist im Übrigen auch interessant zu sehen. Ups, nein, die Schrauben gehören aber nicht dazu. Und dann später ist im Übrigen hier schön zu sehen, wie man das S-Video zur Seite gemacht hat, sodass man die Schraube darüber hinbekommt. Okay, gucken wir mal, ob es aufgeht. Ja, das sieht gut aus. Da an der Ecke hängt es noch. Ist die Schraube nicht ganz draußen? Doch. Dann so rum. Ach du Gott. Also wir haben mehr als genug Steckverbinder hier hinten, das kann ich schon mal sagen. Dann fangen wir mal an und machen die mal raus. Dann dürften wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz kriegen. Ich beschränke mich jetzt mal auf die, die nach unten gehen. Hier unten scheint ja noch eine Platine drin zu sein, wie wir sehen. Ich hoffe, die kriege ich dann später auch nochmal an die richtige Stelle. Und jetzt geht das Ganze auch auf. Okay, entsorgen wir erstmal ein paar Schrauben, bevor sich die hier überall verteilen. Schauen wir mal, was wir so bekommen haben. Also, was wir schon mal hier sehen können, es ist SND drauf, tatsächlich. Für 1989 nicht selbstverständlich und auch nicht durchgängig, denn ich sehe, hier ist zum Beispiel noch ein DIP-Paket mit dabei. Also, man hat hier offensichtlich gemischt. Was haben wir hier hinten? Jede Menge Zusatzplatinen. 1, 2, 3, 4 Zusatzplatinen an der Rückseite. Ein- und Ausgänge sind hier auf dem Board selber mit drauf. Und ja, hier ab und zu mal so ein paar kleine Potis, um Sachen zu kalibrieren, wie es aussieht. Und auf der anderen Seite, nettes Design. Wenn wir hier drauf gucken, dann haben wir entsprechend unsere beiden Encoder hier. Den Schiebeschalter für 2 oder 4 Bilder, also 2 Bilder in hoher Auflösung oder 4 Bilder in niedrigerer Auflösung. Der ist hier tatsächlich als Schiebeschalter ausgeführt. Hier unten, das ist anscheinend der IR-Empfänger, der die Bauteile dafür. Das hier dürfte großteils mit dem Bildschirm zu tun haben, inklusive einer kleinen Stromversorgung für minus 5 Volt. Jede Menge Vias hier, das ist also die Tastatur. Und was auch hier interessant ist, man kann durchsehen und man sieht hier die entsprechenden Kontaktflächen auf der anderen Seite. Das hier scheint also tatsächlich nur eine zweilagige Platine zu sein. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet. Aber gut, ich hole jetzt die Platine auch noch raus und mache da mal ein paar Bilder und dann gucken wir gleich, ob wir dazu irgendetwas finden können. Wobei ich glaube, ich fange mit der anderen an. Das hier dürfte spaßig werden, wenn ich die zerlege, weil da die ganzen Tasten drauf sind. Ich habe die Befürchtung, das wird dann eine längere Sache, das dann am Schluss wieder einzubauen. Praktisch im Übrigen, was bei Sony ja üblich ist, man hat hier überall markiert, wo die entsprechenden Schrauben sind und ich brauche einen kleineren Schraubenzieher. Na, perfekt. Dann machen wir mal Pause. So, und alle Schrauben lose. Gucken wir mal. Und hoppala. Das ist doch mehr, als ich erwartet hätte. Doppelseitige Bladung also. Und das war damals bestimmt richtig teuer, das hier dann fertigen zu lassen. Okay, machen wir mal weiter. Und Bonusrunde. Nicht nur, dass wir hier auch eine doppelseitige Beladung haben. Hier ist auch noch ein drittes Board. Oder bei wie vielen sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Board drunter. Okay. Und ich gehe davon aus, dass hier keine größeren Spannungen zu erwarten sind. Wir hatten ja keine Hintergrundbeleuchtung beim Display. Das heißt, irgendwas in Richtung
Kaltlichtkathode, die mit Hochspannung arbeitet, würde ich hier nicht erwarten. Allgemein, das Gerät läuft ja mit 6 oder in meinem Fall damit 5 Volt. Das heißt, also da ist auch nicht viel zu erwarten, was da am Ende groß Leistung da bringt. Ich meine, es ist Leistung da, wir hatten ja gesehen, es waren irgendwie, was waren das, 800 Milliampere oder so, die das Ding mal eben im Standby zieht. Also ich gehe davon aus, da werden einige Chips gut warm. Das ist, glaube ich, der technische Fachausdruck dafür. Aber dafür war das wahrscheinlich auch 89 ziemliche Technik, sowas hier zu produzieren. Und ich will auch ehrlich gesagt nicht wissen, was das mal früher gekostet hat. Ach, hier sind nochmal Tasten drauf. Okay. Gut. Mehr zerlegen geht nicht. Dann nehmen wir uns mal die Platinen und gucken uns die einzeln an. So, dann gehen wir mal durch, was wir hier so an Bauteilen haben. Fangen wir mit dem Display an. Ja, nicht viel zu sehen. Wir haben ein ganz normales Liquid Crystal Display hier auf der Vorderseite. Was hier zu beachten ist, das ist auf so einer Schräge. Wir sehen, wenn wir von der Seite drauf gucken, da ist so ein Keil drin, sodass das Ganze auf einem gewissen Winkel ist. Entsprechend natürlich auf der Rückseite auch die Pins relativ lang. An den Ecken haben wir hier diese gebogenen LEDs. Das sind Infrarot-LEDs, um entsprechend diese Infrarot-Sendefunktion oder Fernbedienungssimulation zu machen. Auf der Rückseite haben wir, wie wir sehen können, zwei Verbinder in Richtung der Hauptplatine. Der linke, können wir relativ sicher sein, der kümmert sich offenbar um die Taster. Die ganzen Traces laufen ja darunter. Der rechte hingegen kommuniziert mit dem LC-Display und über die Transistoren rechts schaltet er auch die IR-LEDs ein und aus. Der Controller hier drauf, das ist ein NEC D7225G, und wenn wir da mal nachgucken, wir finden hier einen Alpha PD7225, was auf jeden Fall ein IC ist, speziell für LCDs anzusteuern, entsprechend Controller und Treiber. Also, ja, genau das, was auf dem Displayboard zu erwarten war. Kommen wir weiter zur nächsten Platine. Die ist natürlich schon ein bisschen voller. Wir sehen unten in der Mitte das, ja, die Rückseite von der Tastatur sozusagen. Unten links der Infrarotempfänger, rechts die Batteriehalter und oben in der Mitte, ja, gute Frage. Wir sehen ein bisschen was an Power Supply Zeug, Stromversorgung oben rechts und ein paar ICs. Der Taster hatte ich ja eben schon gesagt, oder der Umschalter, der ist hier als DIP ausgeführt, kleines Loch drin, und ja, der eigentliche Schalter, den man von vorne bedient, er geht hier durch die Platine und schaltet dann hier den Schiebeschalter hin und her. Der Infrarot-Receiver, der sitzt hier auf der Kante vom Board. Das heißt, er ist auf beiden Seiten angelötet. Okay, spart wahrscheinlich ein bisschen Platz. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal durch. Der Hauptprozessor, der in der Mitte ist, das ist ein Sony und es steht drauf P80116. Eigentlich wird das ein CXP80116 sein. Genau diesen Chip konnte ich nirgendwo finden, aber CXP80 irgendwas, das war ein 8-Bit-Mikrocomputer. Also das könnte sein, dass das hier unser Hauptprozessor ist, der entsprechend das Ganze hat. Das Einzige, was wir wissen, auf der rechten Seite ist offensichtlich noch ein Quarz dazu. In der Nähe ist dann der hier, das ist ein Mitsubishi und zwar ebenfalls ein Mikrocontroller oder Mikroprozessor, basierend auf der MOS-6502-Architektur. Der hier 8 Kilobyte ROM und 256 Byte RAM. Die wurden meistens mit 8 Megahertz getaktet, was irgendwie so 1 Megahertz an Ausführfrequenz entspricht. Also nicht wirklich schnell, aber ja, könnte hinkommen für die Generation. Ebenfalls mit dabei haben wir hier diesen Sharp LH5164 Dora. Das sind 8 Kilobyte an SRAM. Also einfach nur noch mal ein bisschen Speicher für das Ding. Ist im Übrigen auch so der einzige DIP-Part, den wir hier als IC haben. Die anderen beiden, die waren ja als SMD ausgeführt. Und wollten wir Mikrocontroller? Ich hätte noch einen im Angebot. Der hier, der NEC UPD7507. Das ist ein 4-Bit-Mikrocontroller, 2K-ROM und 65 Byte an RAM. Also an Prozessoren mangelt es hier auf der Platine auf jeden Fall nicht. Was die Stromversorgungssektion da angeht, die Kondensatoren, die meisten, sie sind von der Firma Elna. Gibt's heute noch, ist wohl ein Hersteller, der sich speziell auf Audioanwendungen und so spezialisiert hat. Und hey, Audio, analoges Video, ist nicht so viel Unterschied. Und wenn das nicht reicht, na, ein paar Nichicon haben sich auch noch eingeschlichen. Also auch eher Markenware. Drehen wir das Board einmal um und hier haben wir dann unten rechts auch nochmal den Empfänger für Infrarot. Und oben, ja, viel ist da nicht.
Gehen wir gerade mal durch, was wir da noch haben. Wir haben zum einen hier diesen MC34063. Das ist eigentlich nur ein Buck-Boost-Regulator, allerdings Inverting. Der macht also aus einer positiven Spannung eine negative. Und wir sehen hier, dass man da mit Kondensatoren offensichtlich noch was rangebotscht hat. Ich glaube nicht, dass die da ursprünglich hin sollten. Jedenfalls nicht der, der direkt am Pin angelötet ist. An der Seite haben wir dann noch diese hier. Ich dachte, das sind Transistoren, also sind als IC gekennzeichnet auf dem Silkscreen. E101 und E0E03. Ich könnte mir vorstellen, dass das lineare Spannungsversorgung ist, also irgendwelche 7805er und sowas oder 79er für die negativen Spannungen. Da findet man ein paar, aber keine einheitliche Beschriftung. Also, nee, genau kann ich es da nicht sagen. Bisschen weiter runter, 74HC00 ist ein Quadnant, also das klassische, wir bauen unsere Logik so mit ICs auf. Und was hier auch interessant ist, guckt mal unten auf die Lötstelle oder die Traces, schön geschwungen. Außerdem noch mit dem Angebot ein Sony CX7991, kann ich absolut nichts zu finden, es ist halt irgendwie ein Kondensator in der Nähe, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Tut wahrscheinlich Dinge. Bisschen mehr sagen kann ich zu dem unten, der in der Nähe ist vom Infrarotempfänger. Das ist ein 4538, das ist ein monostabiler Multivibrator. Ich habe keine Ahnung, was der mit Infrarotempfang zu tun hat. Ich meine, ja, Infrarotsignale, die wir empfangen, die sind moduliert. Ich glaube, Standardfernbedienungen hatten 38 kHz oder 38, irgendwas so um den Dreh. Aber zum Demodulieren Multivibrator, so aus dem Kopf fällt mir da jetzt nicht ein, wofür der da sein könnte. Aber offensichtlich hat man sich dabei ja was gedacht. Die Tastatur selber, das sind hier solche Kohlebeschichtungspads, Gedönse und entsprechend eine Membrantastatur oder solche Plastikdinger, die auch mit Kohle beschichtet sind, die da drauf drücken und dann so den Kontakt da herstellen. Was wir ebenfalls noch auf dem Board haben, sind LEDs und ja, LEDs waren da noch nicht ganz so weit in der Technik. Entsprechend sehen die hier auch ein bisschen größer aus als die Modelle, die wir heute haben. Gehen wir noch eine Etage runter zum untersten Board und fangen wir mit der Unterseite an, weil da ist nicht viel mit ICs. Das Einzige, was wir hier haben, ist halt der große Friedhof an irgendwelchen Passivkomponenten und mehr ist da eigentlich nicht. Dafür gleicht die andere Seite das dann aus. Hier hat man auf jeden Fall auch nicht mit ICs gespart. Also machen wir mal den Fast-Forward-Modus rein und gehen einmal schnell durch. Wir haben unten rechts in der Ecke einen Sony CXK58257M. Das sind 32 Kilobyte an SRAM. Gehört zum Controller darüber. MB670493 mit dem F-Logo darüber. Das ist offensichtlich von Fujitsu Microelectronics, aber mit der Typennummer kann ich nichts finden. Wir können aber relativ sicher sein, dass es halt irgendeine Art von Mikroprozessor, Mikrocontroller ist, einfach weil der RAM und so in der Nähe ist. Ebenfalls in der Nähe sind die beiden hier, das sind zwei 74HC123, auch das monostabile Multivibratoren, sitzen da. Weiter hoch auf dem Board haben wir diesen hier. Das ist ein M50455. Das konnte ich wieder nicht genau finden. Es gibt allerdings ein paar andere in der Serie. Das wären 4-Bit-Mikrocomputer mit einer Voltage-Synthesizer und On-Screen-Display-Controller. Das würde natürlich hinkommen. Wir haben hier On-Screen-Display, also irgendwo muss das auch herkommen. Könnte also sein, dass das so ein Controller ist, irgendeine Spezialausführung. Und der dürfte sich dann wahrscheinlich um die Texte und so auf dem Display kümmern, die da eingeblendet werden. Weiter auf dem Board, noch ein bisschen 74er Logik, ein Quad-2-Input-Multiplexer und ein Quad-2-Input-NOR-Gate. Und wenn wir schon bei generischen Bauteilen sind, direkt daneben ein 4558. Das dürfte ein normaler Op-Amp sein oder Dual-Op-Amp in dem Fall. Ebenfalls in der Nähe sind hiervon ein paar. Das ist MC1496. Das ist ein Balanced Modulator und Demodulator. Wie gesagt, davon haben wir einige auf dem Board drauf. Klar, wenn wir mit Video arbeiten und Audio, da wird was moduliert, was demoduliert. Wobei, ich glaube, für Audio ist es noch nicht mal drin, weil Audioschnitt oder Audiobearbeitung machen wir hiermit ja nicht, außer schneiden.
Und Video ist eigentlich auch eher was anderes. Das könnte sein, dass das hier genutzt wird für die Steuersignale, die wir zu den Geräten senden. Da gibt es ja anscheinend irgendwie eine Kommunikation. In der Nähe von den Dingern im Übrigen, links sehen wir es ja schon, diesen Int-C-Level. Also da sind überall noch kleine Potis oder Trimmer, mit denen man da Sachen fein justieren kann. Das wird dann wahrscheinlich bei Zusammenbau im Werk gemacht, um entsprechend da zum Beispiel die Toleranz von Bauteilen, wie zum Beispiel irgendwelchen Kondensatoren oder Widerständen, die man hier verbaut, auszugleichen. Wenn die ein bisschen daneben sind, kann man das hiermit dann wieder rauskalibrieren. Bisschen rüber, Triple 2 Input Analog Multiplexer und Demultiplexer. Also irgendwie Auswahl für Analogsignale. Und direkt daneben, ha, endlich etwas, was wir genau zuordnen können, ein Sony V7040. Das ist ein NTSC- und PAL-Encoder. Der holt also ein Signal, was wir haben, und macht daraus ein PAL-Farbsignal. Direkt daneben noch ein kleiner T082 von Texas Instruments. Dürfte ein Comparator sein mit JFET-Inputs. Und ja, Comparator könnte ich mir vorstellen, vielleicht für die Bildgenerierung auch. Wir haben ja teilweise da so Muster, die wir reinlegen können. Wenn die aus dem RAM kommen, könnte man dann sagen, okay, wir comparen das. Und wenn da aus dem RAM was kommt, dann oder aus dem Bild was kommt, was wir in RAM speichern wollen und das über einem Schwellwert ist, dann ja, machen wir das hiermit. Ebenfalls dann in derselben Ecke ist der hier ein Mitsubishi und zwar ein M51279FP. Das ist ein NTSC und PAL-Decoder. Wir hatten eben ja schon einen Encoder. Hier, das ist jetzt ein Decoder, der also ein Signal entgegennimmt in PAL oder NTSC und das dann wieder zerlegt in die einzelnen Komponenten. Wohlgemerkt, der hier von Mitsubishi, der andere war ja von Sony. Man hat hier also Hersteller gemischt, was man heutzutage eigentlich versucht zu vermeiden, weil da muss man halt mit mehr Leuten nochmal Verhandlungen führen. Wobei, gut, der eine war hier von Sony, das Gerät ist von Sony, da ist dann wahrscheinlich nicht so viel zu verhandeln. In der Nähe von den beiden Chips befindet sich jeweils auch noch hier so eine kleine Kanne. Ja, 17,73447, das ist so eine typische Frequenz für PAL. Ich gehe mal davon aus, das hier ist auch das Bauteil, was aus dem Gerät hier ein PAL-Gerät macht. Bei den NTSC-Varianten wird dann hier ein anderer Quarz eingelötet. Weiter geht's. 4558 ist ein Op-Amp und rechts daneben 74HC123. Schon wieder Monostable. Die haben es irgendwie mit den Dingern. Also es scheint sehr beliebt geworden zu sein, hier bei dem Design damit irgendwie Funktionen zu realisieren. Als nächstes 74HCU04, Hex Unbuffered Inverter und in der Nähe noch ein Sony 7930A. Kann ich nichts zu finden. Ich gehe davon aus, dass es auch irgendwas mit Video zu tun hat. Einfach weil es aus derselben Serie zusammensteint, weil es in derselben Ecke ist. Aber wie gesagt, kein Datenblatt zu finden. Gehen wir die Reihe noch weiter runter. C319 Gustav, das dürfte ein UPC319 Gustav sein, ist ein Dual High Speed Comparator. Und wenn wir schon bei Comparator sind, direkt darunter nochmal ein UPC339G. Das ist auch ein Comparator, allerdings ein Quad-Comparator und dafür nicht Highspeed. Einen haben wir noch, nämlich hier unten das Ding. Das ist kein Widerstandsnetzwerk, wie ich erst vermutet hatte beim groben Drüberschauen. Nein, da steht ja auch IC. Das hier, das ist ein M51848L und das ist einfach nur ein Timer, quasi ja, ein 555 in einer Reihe. Ja, grob, ganz grob. Im Übrigen, neben so Timern und so findet man häufig diese Kondensatoren, wie wir hier rechts sieht. Es scheinen irgendwelche Folienkondensatoren oder so zu sein. Sehen für mich ein bisschen seltsam und shady aus, aber hey, das Ding ist seit 89, 88 im Betrieb und läuft noch. Also, sie scheinen durchzuhalten. So, den hier möchte ich mir aber noch angucken. Ich habe mal einen von hier diesen Rädern rausgeholt, weil das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Poti, was einfach so gelagert ist, aber dafür sind es ein bisschen viele Drähte, würde ich behaupten. Das heißt, ja, ich gehe inzwischen fast davon aus, dass das einfach wie beim Multimeter ist mit solchen Kämmen und das Ganze dann gefedert gelagert. Opfern wir eins davon? Ja, wir opfern eins davon. Gucken wir mal, ob wir ins Innere kommen. Hier sind solche Klammern drauf. Das sieht so aus, als ob das relativ einfach gehen dürfte. Und hey, Neugier siegt eh immer, von daher. Gucken wir mal, welche Federn uns jetzt hier entgegenkommen, wenn wir das hier aufbiegen. Tja, viel ist da nicht zu sehen. Und das ist, Mist. Das ist mit hier solchen geschmolzenen Plastikpinöppeln festgemacht.
Nee, nee, zerstörungsfrei kommen wir da offensichtlich nicht rein. Oder jedenfalls in einer Form, dass ich danach wieder in einen funktionsfähigen Zustand bekäme. Also biegen wir das mal wieder hier alles zu und beschränken uns einfach darauf, uns mal ein paar Käbelchen zu suchen und einfach mit dem Multimeter zu messen. Also schauen wir mal, piept es? Ich würde sagen, ja. Aber hier steht C, also. Ja. Okay, wenn wir ein bisschen machen, ist der äußere und ja, der geht dann weg. Ich gehe mal davon aus, der zweite wird dann hier kommen, ne? Nö. Dann schaltet der hier als nächstes. Und ja, die 4 schaltet dann, nachdem die 2 durch ist. Also es ist wirklich so, dass der nacheinander einzelne Pins schaltet. Das sind also wirklich definierte Schritte. Und es ist nicht analog, die Ausgabe hier von dem Teil, wie ich es vermutet hatte. Okay, wieder was gelernt. Und hier ist auch so ein Jog-Shuttle, wie ich meinte. Das hier ist eine Fernbedienung von einem Videorekorder. Das konnte man dann entsprechend hier einschalten. Hier haben wir den äußeren Kreis. Das ist quasi dasselbe, was wir hier auch hatten. Wir können entsprechend vor- und zurückspulen. Je nachdem, wie weit wir das drehen, ist das dann Play, Fast Forward oder noch schneller Forward und so weiter. Und sobald wir loslassen, geht es wieder zurück auf Pause. Aber wir haben in der Mitte noch dieses hier und das ist, wenn man hier guckt, wenn ich hier ganz leicht drücke, das mal mit der Pinzette, dann sieht man hier, das springt nach einer gewissen Zeit in die nächste Position. Das ist also so mit Einkerbungen und jede dieser Positionen ist dann entsprechend ein Frame. Das heißt, man kann hier einen Frame vor, noch einen Frame vor, noch einen Frame vor oder genauso wieder einen Frame zurück. Das ist eigentlich das, was ich dachte, was hier drauf wäre, aber ja, leider anscheinend nicht der Fall. So, alles wieder am Stück und ja, interessanter Blick so in die Vergangenheit, wie man so Ende der 80er, Anfang der 90er versucht hat, Videos zu schneiden zu Hause. Ja, man musste entsprechend seinen Camcorder anschließen, konnte den dann hier fernsteuern, was natürlich Luxus war damals. Konnte sogar dann hier sagen, okay, Camcorder bitte von 1 Minute 10 bis 1 Minute 25 und dann machst du Pause und dann machst du da wieder einen Schnitt hin und machst die Sektion dahin und entsprechend dann auch den Rekorder steuern, also üblicherweise den Videorekorder, den VCR. Und der ganze Rest, naja, das geht dann hauptsächlich darum, hier Titel zu machen. Wie wir gesehen haben, man muss wirklich da die Texte komplett eintippen. Es gibt keine interne Uhr, es gibt keine Möglichkeit, soweit ich gesehen habe, die Schriftgröße wirklich zu ändern. Also viel Auswahl hatte man da nicht, aber es hat gereicht, um so ja, Einblendungen zu machen und die Urlaubsvideos ein bisschen professioneller aussehen zu lassen. Gerade dann auch mit der ja, 1-Bit-Bild-Funktion, die wir da hatten. Und ja, wie wir sehen, das Ding 1989 rumgebaut und läuft immer noch ohne eine einzige Modifikation. Also kein defektes Netzteil, keine kaputten Kondensatoren oder ähnliches. Und selbst die Bildausgabe sah noch okay aus, also auch nichts, was irgendwie da gedriftet ist oder ähnliches. Für meine Zwecke, wie gesagt, nicht ganz das, was ich gesucht habe. Ich wollte hier das aber noch mit dem Drehding, dieses Jog-Shuttle oder wie auch immer das heißt, um einzelne Frames machen zu können, hat hier der nicht. Mal gucken, ob ich mir den hier trotzdem umbaue und dann einfach sage, okay, das hier passt. Und dann mache ich mir hier 2 Knöpfe als Jog-Shuttle. Die Ansteuerung von Drittgeräten, muss ich mal gucken. Man kann natürlich jederzeit einfach die Tasten abgreifen und einen neuen Mikrocontroller reinmachen. Das geht natürlich immer. Aber wir haben hier ja diese Control-IO-Ausgänge und Eingänge, womit der mit dem Camcorder oder dem VCR kommuniziert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Protokoll damals noch halbwegs lesbar war. Das heißt, entweder kann man es reverse-engineeren, wenn es nicht sogar schon ein Online-Projekt gibt, was das gemacht hat. Und dann könnte man einfach die Steuerbefehle, die der hier raussendet, holen und dann damit arbeiten. Was dann sogar den Vorteil hätte, dass man damit eventuell das Display ansteuern kann. Na gut, war als Spielerei gedacht. Ich lege es jetzt erstmal in die Ecke, weil ganz ehrlich, hier ist es gerade viel zu warm zum Basteln. Also die Kamera ist schon wieder am Meckern, dass hier Überhitzung ist. Aber na, das Teil, wie wir sehen, immer noch einsatzfähig. Und ja, wenn man einen Camcorder hätte, der kompatibel ist und einen Videorekorder, der Infrarot kann oder kompatibel ist, könnte man damit auch heute noch wieder mal Videos schneiden, denn offensichtlich tut er, was er soll.